Kein Hühnerland am Greifswalder Boddenstrand. So lautet der Titel einer Bürgerinitiative, die sich Mitte März gegründet hat. Das Ziel? Die Verhinderung der geplanten Massentierhaltungsanlage in der Gemeinde Leusin. Aus diesem Anlass lud der Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, heute zu einer Informationsveranstaltung in Ludwigsburg. In der Gemeinde Leusin soll auf einer Fläche von 65 Hektar eine industrielle Massentierhaltungsanlage mit 150.000 Legehennen entstehen. Um genau dies zu verhindern, besprach Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, mögliche Auswege mit interessierten Einwohnern, Vertretern der Bürgerinitiative Huhnfrei und dem Förderverein Schloss Ludwigsburg. Der Wahlkampf war deutlich spürbar, denn sowohl Vertreter der Linken als auch der SPD wohnten der Veranstaltung ebenfalls bei, um ihr Interesse zu bekunden. Großes Thema war der drohende Konflikt mit der touristischen Attraktivität des Ortes. Aber auch der Naturschutz und die Interessen der Anwohner standen im Vordergrund. Also wir haben ja vergleichbare Projekte, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, gerade in vielen Bereichen Mecklenburg-Vorpommerns, der ganzen Bundesrepublik Deutschland, wo industrielle Massentierhaltung gemacht wird, was mit Landwirtschaft nichts zu tun hat. Das sind ja Gewerbebetriebe eigentlich. Das ist in dem Fall auch eine Pervertierung der Freilandhennenhaltung, die ja im Prinzip richtig ist, aber in der Größenordnung mit so vielen Hennen hat es mit der ursprünglichen artgerechten Haltung nichts zu tun. Die Belastungen für die Böden, die Belastungen durch den Transport von Futtermitteln, durch Staub etc., mögliche Krankheiten, die sind nicht zumutbar. Das ist eine Gefährdung für die wunderschöne Landschaft hier, für die Anwohner, für den Tourismus und natürlich auch für den Naturschutz. Bereits Ende 2010 wurde die Anfrage beim Schweriner Amt für den Bau der Legehennenanlage gestellt. Bei der Gemeinde Leusin liegt bisher noch kein Antrag vor.